Wunderschönen guten Abend. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung zu unserer digitalen Ringvorlesung zum Abpflastern. Wir wollen fröhlich entsiegeln und heißen Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Sitzung. Wir wollen heute reden darüber, warum und inwiefern Entsiegelung auch eine Frage der Demokratie ist. Und da freue ich mich sehr, im Sparring, im Duett mit meiner lieben Kollegin Daniela Gottschlich ein wenig die Gedanken zu bewegen, Ihnen ein wenig was vorzustellen und dann auch gemeinsam in den Austausch zu kommen. Wir möchten uns kurz eingangs gerne vorstellen. Mein Name ist Lars Hochmann, gerne per Du. Wenn Sie das nicht möchten, ist das aber auch okay. Ich habe an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eine Professur für Transformation und Unternehmung. Und genau damit beschäftige ich mich auch. Also mit der Frage, wie wir etwas unternehmen können, um diese Transformation voranzubringen. Und mit diesen Transformationen sind vor allen Dingen sozialökologische Transformationen gemeint. Ich bin von der Ausbildung her Wirtschaftswissenschaftler. Das habe ich studiert, habe mich in dem Feld promoviert, habilitiert und bin jetzt seit 2020 erst als Vertretungsprofessor und dann ordentlich berufen an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und leite hier ein Masterprogramm, in dem es darum geht, dass Studierende befähigt werden, Prozessgestaltung zu organisieren. Das heißt, Veränderungsprozesse so zu gestalten, dass Betroffene zu Beteiligten werden und dann gemeinsam geschaut werden kann, wie und wohin diese Entwicklung gehen sollen. Prozessgestaltungen in Organisationen jedweder Art, in Unternehmen, in NGOs, in Vereinen, genauso wie im Stadtteil, im Quartier oder kommunal. An meiner Seite heute mit dabei Daniela Gottschlich. Daniela, ich hau dir den Ball nach Koblenz. Gleich aufgefangen. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass die Idee des Entsiegelns auf so großes Interesse stößt, dass wir mit den Studierenden gemeinsam Ihnen und euch dieses Projekt angehen können. Mein Name Daniela Gottschlich, gerne auch per Du. Ich bin Politikwissenschaftlerin von Haus aus, Transformationswissenschaftlerin und seit Februar 2022 an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, dort in Verantwortung für den Master Ökonomie, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung. Ihr und sie hört, es ist jeweils ein Dreiklang bei uns, wenn es darum geht, Gesellschaft zu gestalten. Mich treiben Fragen von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit um und wie man die verbinden kann in der Gestaltung von Gesellschaft. Und mir geht es auch und immer wieder um die Demokratisierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Und warum eben Entsiegelung auch eine Frage von Demokratie ist, das werden Lars und ich heute hier bewegen und gerne gemeinsam mit euch. Ich erzähle kurz, was wir vorhaben, was euch erwartet. Wir werden kurz darauf eingehen, woher eigentlich die Idee kam, dass wir dieses Projekt machen. Das ist deswegen auch so besonders, weil weder Lars und ich Expertinnen in Entsiegelung sind, noch Materialwissenschaftlerinnen oder Stadtplanerinnen. Wir würden euch sagen, warum wir der Meinung sind, warum wir trotzdem dieses Projekt machen wollen mit euch, mit Ihnen, also warum unbedingt entsiegelt werden sollte. Und wie wir uns das Projekt vorstellen, wie das Programm der Ringvorlesung ist, wie wir auf eure, ihre Fragen eingehen können und wie wir euren Bedürfnissen nach Vernetzung, nach Austausch und der Beantwortung von Fragen nachkommen können. Denn im Vorfeld und als Resonanz auf unsere Pressemitteilung haben uns sehr viele E-Mails erreicht. Mit einigen von euch haben wir schon gesprochen. Andere Fragen sind vielleicht noch nicht vollständig beantwortet. Und es geht auch um ein Kennenlernen heute bei dieser ersten Veranstaltung der Ringvorlesung. Starten wir mit, woher kam die Idee? Vor einer ganzen Weile, ich glaube, es war im Frühjahr diesen Jahres, habe ich eine Nachricht des Kollegen Hochmann bekommen. Der schickte mir einen Link zum Techelwippen in den Niederlanden und sagte: Hast du nicht Lust auf dieses Projekt? Das wäre doch was. Es war eine Nachricht geschrieben auf Teams. Ich hatte überhaupt gar keine Zeit, habe einmal kurz drauf geguckt und kannte es nicht, fand es gut.
Und mit dieser Antwort habe ich es an Lars zurückgespielt, der dann sagte, Euphorie sieht anders aus, denn der war schon ganz euphorisch über dieses Projekt. Und wo er das entdeckt hat und warum er fand, dass wir das aufgreifen sollten, das erzählt er euch jetzt selbst. Das Techelrippen, das bedeutet so viel wie so Ziegel lupfen, könnte man vielleicht sagen, anheben von Ziegeln. Ziegel sind so 30 mal 30, so ein Standardmaß. Das seht ihr hier auf der rechten Seite im Bild. Das ist eine Initiative, die in den Niederlanden groß geworden ist während Corona. Ich hoffe, ich retraumatisiere jetzt niemanden im Raum, wenn ich anfange, aus dieser Zeit zu erzählen. Das war jene Zeit, in der die Geisterspiele im Sport auch losgingen, also wo ganz viel Stadien leer waren, wo Sport, also größere Sportveranstaltungen schwierig geworden waren. Und in dieser Zeit hat eine kleine Werbeagentur in den Niederlanden angefangen, gemeinsam mit dem Ministerium zu schauen, können wir nicht, Sie sehen das oben links, NK Techelrippen, das heißt so viel wie nationale Meisterschaft. Die haben angefangen zu behaupten, wir machen einen neuen Volkssport, Volkssport in Siegeln. Und das Ganze begann als ein ja fast schon infantiler Wettbewerb zwischen Rotterdam und Amsterdam, wer wohl am meisten Flächen entsiegeln würde, und entwickelte sich dann zu so einer Bewegung, bekam also eine Eigendynamik, und mittlerweile sind ganz, ganz viele Kommunen in den Niederlanden mit dort an Bord. Es sind da mittlerweile über 10 Millionen Steine entfernt worden auf Schulhöfen, auf privaten Terrassen, auf Straßen und so weiter und so fort. Und diese Initiative, die hat mich gepackt, weil sie auf ein Problem verweist und zugleich einen ganz besonderen Zugang zur Problemlösung bietet. Da kommen wir gleich im Nachgang noch drauf zu sprechen. Zunächst wollen wir aber einmal reingehen und schauen, entsiegeln, warum eigentlich, wozu, und wo stehen wir da aktuell? Vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag. Wir werden in dieser Ringvorlesung auch auf die Expertise aus den Niederlanden zurückgreifen können. Es ist uns gelungen, einen Referenten genau von dieser kreativen Agentur für die Ringvorlesung zu gewinnen. Das freut uns sehr. Also da werden wir genau diese Erfahrungen aus den Niederlanden auch vertiefen können. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch an die Pressemitteilung erinnert. Da hatten wir eine andere Zahl. Die haben wir rausgebracht in der Zeit, wo Fußball über die Europameisterschaft der Männer einen Teil zumindest des Tagesgeschehens bestimmt hat. Und wir haben gedacht, es ist doch ein ganz guter Vergleich, mal zu schauen, weil so große Zahlen nicht so richtig gut vorstellbar sind. Wir rechnen um, wie viel täglich neu versiegelt wird, wenn wir das in Fußballfelder anlegen. Und in der Pressemitteilung hatten wir da 74 geschrieben. 74 Fußballfelder, die täglich neu versiegelt werden in Deutschland. Und das ist nicht ganz richtig. Daran haben wir aber gemerkt, dass es auch schon eine komplizierte Eigenschaft ist, sozusagen, was gilt eigentlich als versiegelt und was nicht. Denn die Zahl 74 ist nicht ganz falsch, wenn man die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland zugrunde legt. Dann denkt man ja, Siedlungs- und Verkehrsfläche, Gebäude, Straßen, ist asphaltiert, ist zugepflastert, ist versiegelt. Aber in der Siedlungs- und Verkehrsfläche sind auch Gärten mit eingerechnet und Parks und auch wasserdurchlässige Materialien. Und wenn man sich nur, und das sind die Zahlen vom Bundesumweltamt, die Quelle, die wir nochmal bei einer neueren Berechnung angelegt haben, dort die Zahlen anschaut, dann landen wir bei 24, also 24,5 Fußballfeldern. Und für alle, die nicht so genau wissen, wie groß ein Fußballfeld ist, das hier auch nochmal in Erinnerung rufen. Das sind 105 Meter in der Länge, 68 in der Breite. Da landet man gut bei 7000 Quadratmetern. Und das eben jeden Tag mehr als 24 Mal. Wir haben aber gedacht, es kommt uns gar nicht auf die
absolut exakt genaue Zahl an, sondern eher auf diesen Trend, dass immer noch jeden Tag so viel Fläche versiegelt wird, wo es doch eigentlich darum gehen würde, Fläche zu entsiegeln. Und dort kommt jetzt sozusagen nicht nur die Idee, weitere Versiegelung zu verhindern, sondern zu schauen, was machen wir eigentlich mit dieser Fläche? Und wir haben in den Gesprächen Lars und ich gesagt, dieses Projekt ist für uns ein trojanisches Pferd. Und ich spiele den Ball nochmal wieder zurück zu Lars. Und wir stellen euch jetzt vor, warum es für uns ein trojanisches Pferd ist. Sagte gerade schon, dass wir das oder dass mich das eingangs so gepackt hat, dieses Projekt, weil es nämlich über diesen sportlichen Zugang einen besonderen Charakter bekommt. Und zwar geht es beim Entsiegeln in erster Linie eben genau darum, nämlich ums Entsiegeln, also bei dem Techerippen. Da geht es ganz im Geiste einer sportlichen Könnerschaft darum, möglichst gut im Entsiegeln zu werden, aber gar nicht so sehr darum, was denn eigentlich mit dieser Fläche passiert oder warum das wichtig ist, dass entsiegelt wird. Das heißt, es geht nicht darum, Themen aufzurufen, die potenzielle Reizthemen sind. Gerade in der gesellschaftspolitischen Situation, in der wir uns heute befinden, geht es nicht darum, dort ein Clash zu evozieren, sondern es geht gewissermaßen darum, von hinten durch die kalte Küche zunächst mal den Raum dafür zu schaffen, dass wir wieder verhandeln können, was denn eigentlich mit unseren Flächen passiert? Was passiert mit all der Fläche, die in unseren Städten, die im öffentlichen Raum, die aber auch im privaten Raum und in all den Zwischentönen, die wir haben, wenn wir an Schulhöfe denken, wenn wir an Parkplätze denken, genauso wie eben dann an private Flächen denken. Was wollen wir eigentlich anfangen mit diesen ganzen Flächen? Und das, finde ich, ist das Spannende an diesem sportlichen Wettbewerb, dass wir nicht dahergehen und sagen, ja, wir machen die Verkehrswende. Und wir nicht dahergehen und sagen, ja, wir machen Stadtbegrünung. Und wir nicht dahergehen und sagen, wir machen Klimafolgenanpassung. Sondern wir sagen, nö, wir machen Entsiegeln. Wir machen Entsiegeln und wir wollen möglichst gut da drin werden. Und ähnlich wie das bei anderen Sportarten auch der Fall ist, ist der tiefere Sinn dahinter zunächst mal gar nicht Gegenstand der Debatte. Es gibt keinen tieferen Sinn im Stabhochsprung oder im Fußball oder wo auch immer, sondern da kann man gut drin werden, wenn man da Bock drauf hat. Und genau mit dieser Haltung zunächst mal zu entsiegeln und den Freiraum zu schaffen, den Freiraum dafür zu schaffen, dass wir wieder darüber reden können, was mit diesen Flächen passieren soll. Das ist für mich, das trojanische Pferd. Und das ist für mich das, was den Reiz an diesem Thema der Entsiegelung ausmacht, indem es zunächst mal in normativer Unbestimmtheit verbleibt. Vermeiden wir die Reizthemen, vermeiden wir, dass es schon im Vorfeld zum Erliegen kommt, indem Themen berührt werden, die zu einer derartigen Verkrustung und Frontenbildung kommen, dass wir gar nicht dazu kommen, zu entsiegeln. Daniela, was reizt dich denn an diesem Thema Entsiegeln? Das Tolle ist ja, wenn man in die Geschichte von der Belagerung Trojas sich anschaut, wer hat alles in diesem Pferd gesessen, da ist natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt auch hier sind, ganz viel mit Entsiegeln anfangen können. Und das finde ich ausgesprochen gut, dass wir ja all das, was wir wissen, warum wir entsiegeln sollten, darüber trotzdem aufs Tableau bringen. Ne? Du hast gesagt, es ist ein Sport, Lars. Wir müssen erstmal können in dieser normativen Unbestimmtheit bleiben. Aber klar, wir können uns trotzdem von Ästhetik mit den Tongwüsten auseinandersetzen, können gleichzeitig sagen, es ist deutlich mehr als Ästhetik. Es geht um Lebensqualität. Es geht um Kaltluftzufuhr in den Städten. Es geht darum, Hitze-Hotspots abzuwenden. Wir wissen, dass wir einen Regenwasserabfluss brauchen, dass Regenwasser ins Grundwasser gelangen muss, damit wir Trinkwasserreservoirs wieder auffüllen können. Asphaltierte und betonierte Flächen können das nicht. Die können nichts verdunsten, was zur Kühlung beiträgt. Also diese Kombination von
Es ist massiv versiegelt und es gibt kaum Grün, führt dann, das hat der Hitzecheck von der Deutschen, einer wirklich ungünstigen Kombination, was die Situation Umgang mit Extremwettern im Zuge von Klimawandel bedeutet. Und all das steckt für mich in diesem trojanischen Pferd, wenn wir anfangen zu sagen, also wir entsiegeln als Wettbewerb. Und wir können diese Themen, die in Verwaltung, in NGOs, im Stadtrat immer wieder auch zu Konflikten führen, weil über Parteizugehörigkeit polarisiert oder gespalten wird, erstmal zu umgehen, zu sagen, habt ihr Lust, an diesem Wettbewerb mitzumachen? Und all das, was danach kommt, was wir mit im Gepäck haben, was mir wichtig ist als Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, gleichzeitig trotzdem mit aufs Tableau bringen. Es beinhaltet die Möglichkeit, dass Eigendynamiken sich entfalten, dass wir, gerade weil möglichst viele unterschiedliche gesellschaftspolitische, auch parteipolitische, aber eben auch gesellschaftspolitische Lager dort in diesem Thema etwas finden, dort andocken können, dort eine Stelle finden, an der sie die Dinge, die ihnen wichtig sind, mittransportieren können. Gerade weil es diese vielfältigen Andockstellen an dieses Thema gibt. Gerade deswegen hat es so einen integrierenden Charakter auch. Einen Charakter, wo wir erstmal anfangen können, in die Gestaltung zu kommen, um dann zu schauen, wie können wir diese Prozesse so organisieren, dass wir auch tatsächlich alle mitnehmen. Und damit sind wir dann allerspätestens an dem Punkt angelangt, den wir mit dem Titel der heutigen Veranstaltung versucht haben zu markieren. Nämlich, hier geht es auch, geht um viele Dinge, es geht aber auch um Demokratie. Es geht um Demokratie, erstaunlicherweise, aus den gleichen Gründen, aus denen es auch um Fragen einer nachhaltigen Entwicklung geht. Ich habe hier einmal mitgebracht in der Mitte der Folie ein sehr berühmtes Zitat aus dem Brundtland-Bericht, das ein Bericht, der so alt ist wie ich selbst. 1987 war ein gutes Jahr. Ein Zitat, was sehr bekannt geworden ist, also dass eine nachhaltige Entwicklung eben als eine solche Entwicklung definiert ist, die es ermöglicht, dass gegenwärtige Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können, ohne die zukünftiger Generationen in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Also dass andere Generationen, dass die Nachgeborenen gewissermaßen selbst bestimmen können, wie sie leben wollen. Und dass wir heute so leben, dass zukünftige Generationen die Möglichkeit haben, das selbst zu bestimmen. Und genau diesen Zusammenhang können wir auch in die Vergangenheit legen. Also inwieweit sind wir heute in der Lage, so zu leben, wie wir leben wollen? Oder wurden uns Möglichkeiten genommen durch Entscheidungen, die in der Vergangenheit liegen? Mit anderen Worten, sind zurückliegende Zeiten, welche die schon diesem Kriterium einer nachhaltigen Entwicklung genügen oder auch nicht. Und genau dieses so leben können, wie die jeweiligen Gesellschaften zu den jeweiligen Zeiten an den jeweiligen Orten das gerne möchten, genau dieses Kriterium ist auch das, was für mich liberale Demokratien bestimmt. Dass die einen ihr Leben so und die anderen ihr Leben eben anders leben können und alle gemeinsam miteinander, also in Vielfalt vereint, aber nicht vereinzelt. Und wie geht das? Dafür braucht es natürlich Möglichkeitsräume, in denen diese Frage, wie man denn leben möchte, überhaupt verhandelt werden kann. Und all das, was durch Materialität bereits auf einen bestimmten Zweck hin zugeschrieben ist, was jetzt nur die abstrakte Formulierung dafür ist, dass irgendwo Asphalt drüber gekippt wurde. Überall dort wurde eine bestimmte Nutzung regelrecht zementiert. Stimmt jetzt nicht, aber es sind keine Materialwissenschaftler unter uns, ne? Es wurde aber bereits festgelegt, was auf den Flächen passieren kann, oder es wurde zumindest der Möglichkeitsraum sehr weit eingeschränkt. Und in diesem Sinne ist die Frage nach Verwirklichungschancen, danach so zu leben, wie wir das wollen, eine, die eingeschränkt ist. Und damit befinden wir uns in dem Verhältnis von Demokratie auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, aber nicht als etwas, was konträr zueinander steht, sondern als etwas, was Hand in Hand geht.
Und da ist natürlich der Umstand, dass hier Daniela Gottschlich anwesend ist, die Politikwissenschaftlerin, die zugleich Nachhaltigkeitswissenschaftlerin ist, als wäre es geplant gewesen. Absoluter Goldgriff. Ja, danke für die Blumen. Was das Spannende ja ist, dass wir erleben, dass in Demokratie, wenn es ums Verhandeln geht, nicht immer das vernünftigere Argument gewinnt. Dann wäre es einfach und wir hätten die Krisen, die wir jetzt erleben, deutlich weniger, würde ich mal einschränkend sagen. Also das Spannende ist, dass es zwar gemeinsame gesellschaftliche Suchprozesse sind, auch in Richtung Nachhaltigkeit. Die meisten Menschen stimmen zu, dass sie sich eine nachhaltige Entwicklung wünschen. Wie die dann aber umgesetzt werden soll, da fängt es dann schon an mit der Auseinandersetzung, was das im Einzelnen bedeutet. Und deswegen geht es hier auch darum, gerade jene zu unterstützen mit der Ringvorlesung, mit den Inhalten, die wir anzubieten haben, aber auch mit genau unserem trojanischen Pferd, dass wir hier Argumente liefern, sprachfähig machen, Thema stärken wollen, das nicht immer als Abwehr daherkommt, sondern sagt, ja, wir hätten gerne eine Infrastruktur, die modular zu gestalten ist, die wir rückbauen können, wo auch andere wieder neu darüber entscheiden können, wie sie genau diesen Raum nutzen. Wenn Studierende von uns, und das haben sie gestern im Seminar gemacht, also sie haben Fotos gemacht, wo genau diese Möglichkeiten derzeit genommen worden sind, wo Asphalt, Beton und Zupflasterung genau diese Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt haben. Und das ist für uns auch eine Frage von Gerechtigkeitsansprüchen, wie wir eigentlich mit diesen Konflikten und unterschiedlichen Interessen um Nutzung umgehen können. Und wir wollen fragen, wo und wie die ausgetragen werden und wie wir ein Stück auch eigener Selbstbestimmung an andere Gestaltung von Städten, aber auch des Ländlichen, das war ein wichtiger Punkt, den die Studierenden auch eingebracht haben, ermöglichen können, über Zuhören, über Einbinden, und all das, was ihr zum Teil schon versucht habt. Uns haben eine ganze Reihe von Zuschriften auch erreicht, die gesagt haben, wir waren schon dran. Und wir wollen aber, dass diese Projekte auch keine befristeten Projekte sind, sondern dass dieses Thema etwas Fortlaufendes ist, dass wir immer wieder dran sind, um zu schauen, ist es eigentlich die gebaute Umwelt, die wir wollen? Was müsste eigentlich passieren? Weil gerade Infrastrukturen so eine Langlebigkeit haben. Können wir nicht Entscheidungen treffen, die sehr viel kurzfristiger, deswegen modular, rückbaufähig, genau diesen Ansprüchen gerecht werden, damit es wirklich Möglichkeitsräume sind, bleiben, oder werden? Und diese Reflexivität, das heißt, dass wir uns als Gesellschaften, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, uns immer wieder von hinten über die Schulter auf die eigenen Hände zu gucken, diese Figur in Schleifen, in Reflexion, in Rückbaufähigkeit heißt ja, so zu gestalten, dass wenn andere Generationen sagen, das ist es jetzt für uns irgendwie nicht mehr, sie in der Lage sind, mit überschaubarem Aufwand aus der gebauten Welt was anderes zu machen. Das heißt, ihm einen anderen Sinn zuzufügen, auf eine andere Art und Weise ihn zu nutzen, ihn umzubauen, ihn anders zu bestimmen. Und dafür brauchen wir immer wieder diese Schleifen, müssen wir uns immer wieder vergewissern, brauchen wir immer wieder diese Räume, in denen wir klären, ja, wie wollen wir denn eigentlich leben? Sustainable Development wurde im Brundtland-Bericht in der deutschen Variante noch mit der dauerhaften Entwicklung übersetzt. Und wenn wir uns das klar machen, dass es hier um eine Perspektive geht, in der wir nicht einmal den Hebel umschalten und dann ist es irgendwie nachhaltig und dann kann es immer so weitergehen, sondern dass es hier wirklich um einen Prozess geht, dass wir uns auf einen Prozess einlassen, nicht auf etwas Singuläres, nicht auf ein Ereignis, das wir abschließen und fertig, sondern ein dauerhafter Prozess, der dadurch geprägt ist, dass wir immer wieder erneut schauen, was ist es eigentlich genau? Wie wollen wir leben? Was brauchen wir hier an diesem Ort? Nicht allgemein, nicht überall, nicht one size fits all, sondern diejenigen, die es betrifft, dass wir die beteiligen und gemeinsam schauen, was genau brauchen wir da. Das verweist auf Fähigkeiten, die stellenweise trivial daherkommen und uns dennoch ausgesprochen schwerfallen. Fähigkeiten des Einbindens von Menschen, möglichst früh Betroffene zu Beteiligten zu machen. Es geht um so einfache Dinge wie Zuhören.
zuhören, nicht um zu antworten, sondern zuhören, um zu verstehen. Nachzufragen, wenn wir etwas nicht verstanden haben. Mit Vielfalt, mit Verschiedenheit umzugehen. Und zu begreifen, dass das, worum es hier geht, Demokratie, mit Sicherheit nicht perfekt ist so, aber das Beste, was wir haben und davon abhängt, was wir eben dann draus machen. Und um diese Reflexivität sicherzustellen, dieses sich immer wieder von hinten über die eigenen Schultern zu schauen, haben wir vor, unsere Initiative zum Abpflastern gleichsam nicht als ein singuläres Ereignis stattfinden zu lassen, sondern als etwas, was immer wieder erneut stattfindet. Immer wieder erneut mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, mit unterschiedlichen Kooperationspartnerinnen und Partnern und eben auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben dazu einerseits vor, diese Initiative aus den Niederlanden, dieses Tachelwippen, auf deutsche Verhältnisse zu übersetzen. Das heißt, Studierende, einige von denen sind auch hier gerade mit im Raum, Studierende schauen, wie könnte ein solches Spiel aussehen? Wie könnte das Spielbrett gewissermaßen aussehen? Welche Spielfiguren sind auf diesem Spielbrett? Welche Spielzüge kann man eigentlich machen? Das heißt, sie planen diesen Wettbewerb und schauen, was braucht es dafür alles, damit das gelingt? Wie können wir möglichst viele Menschen und Institutionen einladen, mitzumachen? All diese Dinge, das planen wir jetzt gerade im Wintersemester. Wir haben in der vorigen Woche dazu das erste Seminar gehabt. Daniela, du hast in deinem Kurs gerade gestern das Thema auch noch einmal aufgemacht. Da kommen wir gleich noch mal zu, wie da die Verbindungslinie sein wird. Das heißt, wir sind gerade dabei, diesen Wettbewerb zu planen. Es ist dieser eine Track. Das passiert jetzt im Wintersemester. Wintersemester ist an Hochschulen die Zeit von Oktober bis März. Wir haben im Wintersemester dann diese Ringvorlesung. Da kommen wir gleich auch noch zu, was hier im Detail passieren wird in den nächsten Sitzungen. In diesem Wintersemester haben wir vor, eher einen Theorieschwerpunkt zu haben. Das heißt, wir wollen hier mehr wissenschaftliche Perspektiven versammeln, unterschiedliche interdisziplinäre, das heißt aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen fachlichen Richtungen herkommend, Licht zu werfen auf die Frage Entsiegelung, was ist das, was braucht es dazu, welche Konsequenzen gehen damit einher und so weiter und so fort. Im Sommersemester, das ist die Zeit von April bis September, wollen wir dann die erste Runde Abpflastern spielen. Dort soll das erste Mal es losgehen. Dort schauen wir dann, dass wir mit viel Freude am Tun in die Gestaltung kommen. Und schauen dann, welche Dynamiken sich dort entwickeln. Und weil sich dort Dynamiken entwickeln werden, wollen wir im Sommersemester die Ringvorlesung dann mit einem Praxisschwerpunkt haben. Das heißt, wir wollen schauen, haben wir irgendwo Geschichten des Gelingens? Haben wir irgendwo besondere Leuchtturmprojekte, besonderes Engagement, von dem wir denken, low-hanging fruits oder andere Hebelpunkte, wo wir das Gefühl haben, da sollten wir diese kompetitive Wettkampfsituation auflösen. Also Wettkampf wollen wir nur auf dem Spielfeld haben. Abseits davon setzen wir radikal auf Kooperation und dafür wollen wir im Sommersemester in der Ringvorlesung dann diese Good Practices, die Beispiele des Gelingens eben vorstellen. Und das Ganze wollen wir alle Jahre ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr überzogen. Das war jetzt die vorweihnachtliche Freude, die mich vielleicht zu dieser Formulierung verleitet hat. Aber zumindest die nächsten Jahre wollen wir dieses Spiel dann in genau dieser Variante im Wintersemester konzeptionell, im Sommersemester abpflastern und Good Practices vorstellen. Wollen wir in dieser Schleife halten. Wir haben dort unterschiedliche Schwerpunkte mit den Studierenden, wenn es jetzt um die Konzeption von dem Wettbewerb geht. Wir haben
Wir haben Studierende, die sich interessieren für Versiegelungsproblematiken und die da gerne Workshops zu halten. Wir haben andere Gruppe, die beschäftigt sich mit den Spielregeln, mit der Kampagne, die beschäftigt sich damit, wie geht das eigentlich, diese Flächen zu erfassen und wie kriegen wir das hin, dass da auch keiner mogelt, aber dass wir jetzt auch nicht da eine eigene Wissenschaft draus machen, um mit dem Zollstock durch die Republik zu rennen, um auch wirklich zu gucken, dass auch alles eingehalten wurde. Also es ist so ein Wettbewerb mit einem kleinen Augenzwinkern. Ne? Es ist nicht so bierernst gemeint, aber schon ernst genug, um es ernst zu nehmen. Dann haben wir Studierende, die diese Kampagnen eben organisieren, die sich um die Preisverleihung auch Gedanken machen. Da haben wir ganz wunderbare Ideen, was wie dort die beste Kommune geehrt werden kann. Und wir haben ebenfalls Studierende, die ein großes Interesse daran haben, Prozesse der Nachnutzung auf demokratische Art und Weise vor Ort mitzugestalten, also den Prozess zu gestalten, was dann im Prozess passiert ist, was anderes. Unsere Expertise liegt immer nur auf der Prozessgestaltung, das heißt, die Räume zu öffnen und was in ihnen passiert, ist dann selbstverständlich den Betroffenen überlassen. Und was uns ebenfalls interessiert, ist, dass wir möglichst viel Netzwerkarbeit machen, dass wir uns wechselseitig den Rücken stärken, dass wir Bündnisse, Politik, Unternehmen, NGOs, Schulen, alles Mögliche, dass wir gucken, wie können wir nicht nur an einem Strang ziehen, sondern bestenfalls auch am selben Ende von diesem selben Strang ziehen. Und kleiner Ausblick noch, wo Daniela Gottschlich und ich gerade dran sind, ist dann, dass wir schauen, für all jene, die Interesse haben, diese Prozessgestaltung zu lernen, da sind wir gerade dabei, ein kleines Weiterbildungszertifikat zu entwickeln, also ein Hochschulzertifikat für alle, die gerne lernen möchten, wie auf demokratische Art und Weise solche Prozesse gestaltet werden können. Und mit demokratisch ist dann in dem Fall eben vor allen Dingen partizipativ, dialogisch, verständigungsorientiert gemeint. Jetzt im Wintersemester wird getüftelt und in der Ringvorlesung wird nachgedacht. Worüber, Daniela? Vielleicht nochmal einen Gedanken. Du hast gesagt, es geht auch um Geschichten des Gelingens, die wir im Sommersemester vorstellen. Ja, was wir auch machen, weil wir wissen, dass einige von euch schon versucht haben, das Tachelwippen nach Deutschland zu holen, mit unterschiedlichen Erfolgen. Und es gibt Barrieren und Hindernisse, auf die ihr zum Teil gestoßen seid. Es geht also auch darum, sich diese Hindernisse möglicherweise nochmal anzuschauen und was wir dagegen tun können. Denn ein Ziel bei unserer Prozessgestaltung ist es, euch in eurer Arbeit darüber zu unterstützen. Eure Themen, die ihr voranbringen wollt, nämlich die Entsiegelung, sollen es darüber leichter haben, indem ihr in diesen wunderbaren Wettkampf einsteigt oder darüber Menschen gewinnen könnt, das gemeinsam mit euch zu tun. Aber wir wollen eben auch uns mit den Schwierigkeiten, auf die wir immer wieder stoßen, über gesetzliche Vorgaben, über vielleicht fehlende Finanzierung, auch auszutauschen und dazu Fragen zu beantworten. Dazu komme ich gleich nochmal. Worum geht es im Wintersemester? Lars hat es gesagt, es geht auch um die verschiedenen Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf dieses Thema. Sozialökologische Krisen sind immer komplex, also reicht nie eine wissenschaftliche Perspektive, sondern man braucht mehrere. Und hier haben wir es geschafft, dass wir relativ schnell aus den unterschiedlichsten Perspektiven Menschen gewinnen konnten, Teil unserer Ringvorlesung zu sein. Wir werden uns alle 14 Tage treffen, wenn ihr mögt. Und wir hatten im Vorfeld schon mal überlegt, es ist angegeben 18:10 Uhr, also mit einer Viertelstunde Verspätung, kann man so sagen, nach 18 Uhr. Es fängt also 18:15 Uhr an. Und am 6.11. macht Lars weiter mit genau der Erläuterung, was denn diese demokratische Prozessgestaltung ist. Am 20.11. haben wir den Kollegen aus den Niederlanden da, der von den Erfahrungen berichten wird. Dieser Vortrag wird auf Englisch sein, ist der einzige englischsprachige Vortrag. Wir zeichnen alle Vorträge auf.
Und dann gibt es Kollegen, die aus einer umweltwissenschaftlichen Perspektive vom Umweltbundesamt draufschauen und vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung aus einer juristischen Perspektive. Also was sind eigentlich rechtliche Rahmenbedingungen für Entsiedlung und was sind auch Entsiedlungspotenziale, wenn wir den Boden, der abstirbt, wenn er zu lange versiegelt ist, wenn man das wiederherstellen will. Also auch Renaturierungsfragen und überhaupt Beiträge zur Klimaanpassung. Beiträge zur Klimaanpassung greift auch der Architekt Joachim Ruhoff von der Hochschule Koblenz auf, der nochmal architektonische Perspektiven aufnimmt. Es werden Aspekte vom Schwammstadt auch eine Rolle spielen. Und dann geht es um ökologische Gerechtigkeit, die auch eine Frage der Demokratie ist, nämlich wie denken wir diejenigen mit, die kein Kreuz auf dem Wahlzettel machen können? Also die Igel, andere Arten, natürliche Mitwelt. Also wie funktioniert das eigentlich in Stellvertreterinnenschaft und warum ist es ausgesprochen gut, auch für diese Wesen, wenn wir uns an Entsiegeln machen? Der 5.2. ist noch nicht gesetzt. Antje Stockmann, die wir angefragt hatten von der HafenCity-Universität in Hamburg, die ein Projekt zur Schwammstadt Hamburg hatte, ist so ausgebucht. Also es zeigt auch, wie sozusagen wichtig dieses Thema ist. Also dass diejenigen, die sich damit beschäftigen, zurzeit sich auch vor Anfragen kaum retten können. Ging übrigens auch bei der Deutschen Umwelthilfe. Die können auch keine Vorträge mehr machen, seitdem sie ihre Studie veröffentlicht haben, weil sie so viele Anfragen bekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet nämlich, dass sich viele auf den Weg machen. Und wir werden versuchen, eine Materialwissenschaftlerin zu gewinnen, die auch noch mal aus dieser Perspektive auf das Thema Entsiegelung schaut. Es gab im Vorfeld Fragen an uns, ob wir auch Gasthörerinnen willkommen heißen können. Auf jeden Fall. Für diejenigen, die an allen Ringvorlesungen teilnehmen, können wir eine Teilnahmebestätigung über 5 Credit Points ausstellen. Kommt da gerne auf uns zu. Was für uns auch wichtig ist, weil es im Vorfeld schon eine ganze Reihe von Fragen gab, ist, wie können wir eigentlich Prüfungsleistungen in Hochschulen so gestalten, dass sie von vornherein Kreativität, Expertise von Studierenden für mehr als nur uns Lehrende und nur die Hochschule nutzen. Wir haben gedacht, wir können in diesem Fall mündliche Prüfungen, die ein Seminarmodul bei uns beenden, durch Kurzvorträge ersetzen. Wir haben oder laden euch ein, eure Fragen aufzuschreiben. Es kommt gleich eine Möglichkeit, wo ihr das tun könnt. Und Studierende werden sich diese Fragen anschauen und dazu Kurzvorträge vorbereiten. Es können Kurzvorträge sein für eben die guten Beispiele, aber auch Finanzierungsmöglichkeiten. Es gab verschiedene Hinweise, die wir bekommen haben, welches Bundesland, welche Kommune, welche EU-Möglichkeiten es gibt. Also all das wird zusammengestellt und eben für alle, die daran interessiert sind. Und ihr umgekehrt könnt eure Expertise einbringen. Wir werden sehr genau planen, wann diese Kurzvorträge sind. Die sind in jedem Fall am 24. und 26. Februar, wahrscheinlich auch am 25. Nachmittags. Und ihr könnt euch punktgenau einwählen, ihr könnt euch aber auch schon diese 3 Tage blocken und euch das gesamte Programm an Kurzvorträgen anhören und ganz spezifisch auch auf eure Fragen, die ihr habt. Hindernisse haben wir auch nochmal angenommen, aber auch Vernetzungsmöglichkeiten oder Themen, die damit ebenfalls eine Rolle spielen. Die ganz genauen Zeiten und der Zoom-Link, die folgen spätestens Anfang Januar. Wir werden im Dezember das Programm finalisieren, so unsere Idee. Lars, hiermit wieder an dich zurück. Wir möchten euch helfen. Also alle, die befasst sind mit dem Thema der Entsiegelung, möchten wir helfen. Wir möchten helfen, indem wir über diesen Wettbewerb einen spielerischen Rahmen schaffen, wo bestenfalls eine Eigendynamik entsteht, wo spontane Zusammenschlüsse entstehen, wo auch es ein Stück weit zu einer Frage der Ehre wird, wer denn dort am meisten entsiegelt. Und wir möchten helfen, indem wir
indem wir dem Thema Aufmerksamkeit geben, indem wir dem Thema auch im Rahmen von Hochschule, von Wissenschaft Aufmerksamkeit geben. Und wir möchten eben auch all die Fragen, die dabei aufkommen, möchten wir nach bestem Wissen und Gewissen auf wissenschaftliche Art und Weise klären oder zumindest Perspektiven aufzeigen, wie es gelingen könnte. Und dafür haben wir ein sogenanntes Miroboard entwickelt. Das ist ein digitales Whiteboard. Wenn Sie auf h4g.de/abpflastern gehen, finden Sie dort in diesem Text diesen Link zu diesem Miroboard. Dieses Miroboard sehen Sie hier auch auf dem Screenshot. Dort haben wir drei Bereiche vorbereitet. Wir haben dort vorbereitet einen Bereich, wo es um Good Practices geht. Wenn Sie schon sagen, Sie haben da irgendwie etwas und möchten das gerne mit allen anderen teilen, dann brauchen Sie nicht zu warten, bis die nächste Ringvorlesung ist, sondern Sie können es direkt da draufkleben und alle können es sehen. Dieses Miroboard funktioniert wie ein digitales Whiteboard. Das heißt, Sie können da reinzoomen. Sie sehen unten rechts, wir sind da jetzt gerade bei 11% Zoom. Das heißt, da geht noch richtig viel. Da ist massenhaft Platz drauf für gute Ideen. Da können Sie reinzoomen und können dann mit diesen kleinen Post-its, diesen Klebezetteln dort Hinweise zu den Good Practices auf dieser linken Fläche unterbringen. Wir haben dann eine kleine Kontaktbörse eingerichtet für alle, die sagen, oh, ich würde gerne auch mit Menschen in Austausch kommen, die ich vielleicht so noch gar nicht kenne. Ihre dienstlichen, all jene Daten, die öffentlich so zugänglich sein sollen, können Sie dort hinterlegen. Selbstverständlich müssen Sie dann nicht alles ausfüllen, sondern immer nur das, was für Sie gerade gut funktioniert oder der Kommunikationskanal, unter dem Sie erreicht werden wollen. Das heißt, hier geht es nicht darum, irgendwelche Daten abzugreifen, sondern Beziehungsarbeit möglich zu machen, Vernetzungen zu ermöglichen. Es geht darum, dass sie einander unter die Arme greifen können. Und dann haben wir rechts dieses Board mit den offenen Fragen. Offene Fragen. Offene Fragen, die im Rahmen der Ringvorlesung aufkommen. Offene Fragen, die sie sowieso schon des Nachts nicht schlafen lassen. Offene Fragen, die zwischen den Veranstaltungen stattfinden. Offene Fragen, die vielleicht im nächsten Meeting bei Ihnen aufkommen, wo Sie denken, das wäre gut, wenn sich das mal jemand auf den Haken nimmt. Können Sie dort ebenfalls auf diesen Klebezetteln sammeln? Und das sind die Fragen, die wir dann im Ende Februar in unserer kleinen digitalen Konferenz, wo wir so ganz kurze Sessions haben werden, ganz knackig, 10, 15, 20 Minuten pro Frage, wo wir dann jeweils reingehen und Sie kriegen vorher eine Liste, wie Daniela, wie du es gerade schon sagtest, ne, Sie bekommen dann eine Liste Anfang des Jahres, wo dann draufsteht, die und die Uhrzeit, folgender Link, folgende Frage und dann können Sie sich da einfach einwählen und bekommen dort Ihre Antwort auch da. Freuen wir uns natürlich über möglichst rege Beteiligung. Diese Farben, die dort auf dem Miroboard sind, die sind zunächst mal völlig, völlig willkürlich. So ein bisschen Abwechslung fand ich ganz nett. Wir werden vermutlich im weiteren Verlauf des Semesters, je nachdem, wie schnell sich das füllt, anfangen und so ein paar Cluster bilden. Da sind dann die farblichen Sortierungen für hilfreich. Aber da schauen wir dann, dass wir im Verlauf damit einen guten Modus finden. Die Website hfgg.de/abpflastern ist zunächst der Anlaufpunkt für alles, was diese Ringvorlesung betrifft. Dort finden Sie die Informationen, dort finden Sie auch diesen Link nochmal, den Einwahllink. Dort stellen wir, falls erforderlich, auch nochmal weitere Materialien ein. All das, was den Wettbewerb anbetrifft, da werden wir Sie in der Ringvorlesung informieren und da wird es dann auch eine eigene Website zu geben, wo wir über den aktuellen Stand informieren, sobald es dort losgeht. Das ist das, was wir mitgebracht haben. Ich gucke auf die Uhr und wir haben 19 Uhr und 1, das ist die Punktlandung, 45 Minuten und jetzt nochmal 45 Minuten für die Diskussion. Für den Augenblick. Im Namen auch von Daniela ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dazugeschaltet haben für Ihr Interesse am Thema, an der Ringvorlesung. Wenn Sie in Kontakt bleiben wollen, können Sie das in Bezug auf uns beide über LinkedIn tun. Auf der Website, wie gesagt, wenn Sie
wenn Sie weiter informiert bleiben wollen und wenn Sie finden, dass das, was da an dieser Hochschule passiert, eine richtig runde Angelegenheit ist, dann können Sie das auch unterstützen mit einem Kaffee oder auch mit zwei. Wir haben eine Online-Foundation, über die die Hochschularbeit mitfinanziert werden kann. Because, also ohne das E hinter dem B, ne? Because/Gesellschaftsgestaltung in einem Wort. Herzlichen Dank an Sie alle. Herzlichen Dank, Daniela, dass du mit dabei warst. Herzlichen Dank, Julian, dass du unsere Backup-Aufnahme mitgemacht hast. Und jetzt freue ich mich auf die gemeinsame Diskussion, das Kennenlernen und all das, was folgt.